Was ist da denn alles drin? Stift. Wofür brauchst du die ganze Stift? Das erfährt der Name. Das machen wir gleich. Oh nein. Das ist kein Spielchen. Nein, keine Spielchen. Okay. Ihr habt jetzt demnächst auch wieder eine neue Tour am Lauf. Das sind zwei. Am 9.9. kommt ja das fünfte Album von der Tour raus, genau diesen Turm. Warum heißt es eigentlich genau diesen Turm? Warum heißt es eigentlich genau diesen Turm? Joe. Na, weil es halt genau in diesem Ton gemeint ist. Also musikalisch, inhaltlich, textlich genau in diesem Ton, nicht anders. Und man sagt ja so, nicht in diesem Ton. Oder sozusagen die rebellische Antwort darauf, doch genau in diesem Ton. Das ist auf jeden Fall ein Statement, ne? Ja. Das ist auf jeden Fall. Aber die kompletten neuen Texte, die man bisher gehört hat, sind ja komplette Statements. Ne? Jetzt zum Beispiel der. Wir sind alle nicht von hier. Irgendwas nee, das ist immer. Nee, das uns gehört die Nacht. Genau, uns gehört die Nacht. Ah, ja. Genau. Das Video, das ist ja auch ziemlich anschlägig, sag ich mal. Ne? Also, ich habe mir das jetzt angeguckt, gestern, vorgestern. Ja, gestern, ne? Vorgestern. Das war nicht gestern raus. Gestern, vorgestern. Also, da habe ich mir auch erst gedacht, so, okay, das ist ja schon ein bisschen auf die Fresse, um ganz genau zu sein. Auf die Fresse? Irgendwie schon. Ja. Wo die dann nachher irgendwie alle so ein bisschen krepieren. Das ist schon. Ja, wir merken auch, dass bei den unseren Fans gespalten. Ja. Also es gibt einige, die feiern es richtig ab, also, weil dann diesen. Die Metaebene, oder? Weil die Metaebene verstehen. Und weil die das Augenzwinkern vielleicht auch verstehen in dem Splatter-Part. Es gibt aber auch viele andere Leute, die halt das total abhängen und sagen, das passt doch gar nicht zum Song, was soll das? Verstehe ich nicht, warum müssen die jetzt alle sterben? Was aber es ist ja besser zu polarisieren, als wenn das jetzt irgendwie alle so sagen, so, ja, ist okay. Ja, vielleicht auch schon. Auch. Genau in diesem Bild. Genau in diesem Bild. Nicht genau in diesem Ton. Ja. Ja, also das wolltet ihr aber auch genau rüberbringen. Genau das wolltet ihr aber auch rüberbringen, dass es halt nicht immer gut endet. So eine Partynacht mit Drogen und Alkohol. Nee, Partynächte mit Drogen und Alkohol enden generell eher gut. Ja. Das wollen wir damit auf jeden Fall nicht. Also, nee, das ist keine Moralkeule. Nee. Es ist wirklich einfach so entstanden, weil es war wahnsinnig schwer, eine Idee zu finden für einen Song. Die du halt dir vorstellen kannst, haben wir den Song dann viel geschickt und wir kamen immer, was zurückkam, war immer so. Ah ja, geil, so ein Video, ja, hat man schon tausendmal gesehen. Ein Jugendliche zieht durch die Nacht und feiern so richtig und feiern ihr Leben so. Ja, und dann dachten wir halt irgendwie so ein Brainstorm mit dem Regisseur. Dann machen wir das doch, so ein Video und finden es aber einfach dabei doof. Ja, genau. Dann haben wir es auf jeden Fall mal. Ist auf jeden Fall mal was ganz anderes. Ja. Und dadurch wird ja dann nochmal ziemlich viel polarisiert. Aber um nochmal zurück auf die Tour zu kommen. Ja. Die Clubtools, die ihr jetzt erst spielt, Köln war innerhalb von, ich glaube, 1,6 Minuten ausverkauft. Habt ihr damit gerechnet, dass das so schnell geht? Ja, schon krass. Nach 10 Minuten habe ich unsere Menschen angerufen und war stinksauer, weil ich meine so, ey, wie kann das sein, dass jetzt die Server zusammenbrechen? Irgendwie, hier wird überall angezeigt, es gibt keine Tickets mehr, was ist da los? Und sie so, naja, weil es keine Tickets mehr gibt. Und ich so, was? Quatsch. Auf keinen Fall. Aber das war dann wirklich so. Und das ist schon krass so. Also, ich meine, klar, wenn wir jetzt, klar haben sich dann viele Leute aufgeregt und wir hatten an dem Tag noch so, oh Gott, ja hier jetzt, jetzt muss das wieder hin und her geschoben werden, weil es ja dann auch noch zwei Plattform-Tickets gab und das auch alles immer so ein bisschen, wenn da keine Gesicht hast, da. Aber, also ich meine, ich glaube, noch nie war so eine Tour so schnell von uns ausgekauft, wir hätten nicht damit gerechnet, es war wahnsinnig gut und so konnten wir auch gleich unsere nächste Tour hinterher schieben, die dann Ende Januar beginnt. Marketing-Profis! Yay! Yeah. Genau so muss das sein. Ja. Also ich habe zum Beispiel jetzt leider Gottes auch keine Karten mehr für Köln gekriegt. Auch wenn ich wollte. Nee, komm, Kriegsliste. Ja, ach, natürlich. So, ihr habt eben schon gefragt, was da drin sind. Das sind Stifte. Möchtest du mir jetzt ganz kurz rüberreichen, die beiden Bücher? Alle beide. So, kennt ihr die Teile? Sagt euch das was? Nein. Also die heißt, macht dieses Buch fertig. Das ist jetzt mein privates, so kann es aussehen. Also ihr könnt gerne mal durchgucken, wenn ihr das wollt. Ach, da steht immer drin, was man dann machen genau, soll. Genau, da sind ganz viele Aufgaben drin, die man halt machen kann. Irgendwie, weiß ich nicht, eine Seite abfackeln oder mit dem Buch duschen gehen. Wirklich jeden möglichen Bullshit. Mhm. Und wir haben genau dieses Buch in der kleineren Version, die neueren Version, für unser Label.
also für unsere Festival-Stalker. Und wir haben halt jetzt die Idee gehabt, dass die ganzen Künstler, die wir interviewen, irgendwas darin machen können. Ihr könnt euch eine Aufgabe raussuchen, wenn ihr da Lust drauf habt. Ja. Irgendwas Verrücktes machen. Stifte sind auch was genug ganz da. Machen wir was ganz, ganz Verrücktes. Lass das Buch einen steilen Abhang runterrollen. Hier ist kein steiler Abhang. Nee. Das kann ich mal nicht machen. Runterrollen? Wie soll das Buch denn rollen? Anschubsen. Ja. Ziellinien, während du in Bewegung bist, im Bus, im Zug oder beim Gehen. Das mache ich. Das können wir machen. Frech, ich will in Bewegung sein und dabei eine Linie malen. Das ist genau mein Ding. Ja, eben. Das reicht natürlich dafür. Was willst du mehr? Übertreib's nicht. Nein, ich übertreib's nicht. Das war gar nicht so schlecht. Vielleicht ist jetzt den perfekten Kreis, oder? Zum Beispiel, ja. Ich mache jetzt so ein paar Kreise. Ach so, die man findet. Jetzt habe ich's verstanden. Also ich weiß nicht, ob es so gemeint ist, aber es könnte so gemeint sein. Für Interpretation sind wir immer gerne. Ne? Das ist immer gut. Ja. Ja, so einen kleinen Kreis. Einen kleinen Kreis, doch. Ich finde die Bücher super. Damit ist man immer beschäftigt. Für Leute, die kein Internet, noch kein Internet haben, oder? Für Leute, die noch kein Internet haben. Ja, das auf jeden Fall. Ich habe so ein Buch gerade meiner Nichte geschenkt. Ah. Wie alt ist die? 8 geworden. 8, ja. Ja gut, das ist auch super. Also damit hat man wirklich... Noch unterschreiben so? Ich nehme das jetzt weg, schon, das reicht. Überleg dir eine eigene Fertigmachmethode. Kannst du das machen? Hoch raufklettern und das Buch runterfallen lassen. Ey, also. Sehr gut. Das war sehr hoch. Aber ja. Willst du da noch unterschreiben auf der Seite? Ja. Willst du noch unterschreiben auf der Seite? Nein, jetzt wird die Seite nicht mehr wieder. Ah, doch.